Servus, grüß dich und herzlich willkommen zurück in ARK. Ja, ich bin jetzt auf einem Server. Ich hau euch gerne die Daten in die Videobeschreibung. Diejenigen, die was das neue ARK noch nicht kennen, das ist jetzt das neue DLC Aberration. Ja, ich habe schon einmal ARK gebracht. Ich habe zwar gesehen, dass nicht so viele Leute interessieren. Aber wir werden jetzt einfach hier einfach neu beginnen, neu anfangen, alles neu erkunden. Vielleicht wenn wir denjenigen oder diejenige mal sehen. Und vielleicht wird es auf Konfrontationen geben, das heißt Kämpfe. Aber vielleicht wird es auch friedlich auslaufen, das wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall, das ist jetzt alles neu. Und schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Wir werden jetzt einen Trap machen. Ich hoffe, das ist jetzt. Egal. Jo, so schnell geht das, genau. Na, Spaß beiseite. Es ist jetzt ja ganz nächtig. A kann man zum Glück seine... Aber oh, Spinne, da hinten bin ich umgenietet worden. Seine Leiche dann wiederfinden und Anfangszeichen. Aber da ist ein Sarko. Aber auf jeden Fall, wir werden jetzt ganz neu in den DLC anfangen. Ich werde die Folgen circa 20 Minuten machen. Ich habe jetzt ein eigenes Intro dafür erstellt. Sagt mir vielleicht, wie euch das Intro gefällt. Ja, auf jeden Fall schauen wir, dass wir jetzt woanders hinkommen. Hinter uns, es ist aus. Es ist ganz logisch, derjenige, der wo es das betreibt, der sagt selber, dass die Einstellungen sehr schwach sind. Ah, stark nicht schwach sind, ich schon wieder Blödsinn. Aui, der ist auch ganz schön groß. Hm? Auf jeden Fall, dass die Tiere viel mehr Schaden machen als normal. Dadurch ist das eine große Schwierigkeitsstufe von klein an nochmal anzufangen. Auf jeden Fall, wir werden jetzt schauen, dass wir da einfach ein bisschen was weiterbringen. Die ersten paar Folgen, das ist alles jetzt ganz neu für mich. Ich bin langjähriger ARK-Spieler schon. Ich habe sehr viele Erfahrungen mit ARK. Jetzt schauen wir mal jetzt. Sagen wir mal ganz woanders. Kann man Gamma hochstellen? Hey, das geht sogar. Da mal ein bisschen. Ah, das ist so eine Gasstation. So, wo sind wir gestorben? Das ist jetzt der erste Punkt. Bin schon Level 4, so schnell geht das. Auf jeden Fall, wir werden jetzt schauen, dass wir da nicht zu schnell sterben, sondern jetzt am Anfang schon was zum Aufbauen. Aber ich finde, da ist gerade schon ruhig irgendwie. Soll ja angeblich so ein Erdbeben geben, wo es von der Decke was fliegt. Ja. Schauen wir mal, wie das alles jetzt anläuft. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch gefällt seine neue Art von Let's Play. Langweil-Simulator wird es natürlich weiterhin geben. Keine Frage. Jetzt kommt dann... Also leh im Bett, oder? Ins Bett legen? Jo, ich bin ein armes Baby. Na, Spaß. Ich hoffe, dass wir nicht zu schnell down gemacht werden. Also, dass wir vielleicht viel mehr Zeit haben, dass wir uns aufbauen können. Vielleicht finden wir den einenjenigen. Hui. Naja, schauen wir mal. So. Was ist denn wirklich so spar? 60? Brauchen wir nicht.
Schauen wir, ob das ein Tier ist. Oder ob das ein Mensch ist. Ich glaube, dass das die Bäume sind. Ah, Bäume, Pilze, meine. Schaut aber sehr friedlich aus. Da haben wir wirklich Pfauen. Der Beracer rumrennen ist sicher auch nicht so schlecht. Aber für... eine Kiste. Ah, das, genau das ist... Hey, da bin ich gestorben sogar. Das ist jetzt Sachen-Oberflächen. Scheiße, müssen wir noch schauen, was man weg kann. Warum ist ein Raptor? Das ist natürlich nicht ganz gut. Was ist da? Ein Holz. Na, sehr interessant. So, es ist immer interessant, was da immer so oberfliegt. Ich werde die ganzen Sachen sicher nicht brauchen. Weg sind sie da, ja? Nein. Ein grünes Gehen. Stroh war halt schon hilfreich. Ich meine, es ist jetzt ernsthaft. Ja. Gewicht. Gewicht schadet nicht. Das war jetzt wirklich interessant. Wenn wir jetzt so viel... Ah, da, jetzt können wir Straße. So. Jetzt geht es sicher schon besser voran. Also Farmen kann man gar nicht so schlecht. 5. Bauen wir gleich einmal Fundamente. Ah, bitte nicht abstürzen. Na, zum Glück. Lernen, Kiste brauchen wir auf jeden Fall. Strohlern, Schlafsack ist ganz wichtig. Na, da brauchen wir wieder ein Heid. Und Heid ist schwierig. Gewicht natürlich. Warte, ist denn das? Ah, das geht sogar hey. Ich bin jetzt schon bei Pool. Türrahmen. So. Drüben sind eher Tote, wie, oder wie ich das sagen soll. Das gefällt mir. Ob das dann so gut ist, dass man da bauen weiß, weiß ich echt sogar nicht. Lieber war jetzt ja mal beim Wasser irgendwo. Ich kenne mich ja selber in Ark nicht aus. Ah, das wird so eine... Ja, die was noch runter geht. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir ja nicht... auf jeden Fall... So, wir müssen irgendwas loswerden oder bauen. Anders geht das nicht. Und... Gewicht. Auf jeden Fall schauen wir jetzt, dass wir ja nicht irgendwo... Ah, da hinten ist Wasser, da ist ein Spinner, sehr interessant, also nichts gut für uns. Aber immer gut zu wissen, dass da Tiere...
Lauter Spinners. Auch nicht gut. Die Musik, die passt gerade, finde ich richtig gut. Und der Raptor, der taugt mir überhaupt nicht. Auf jeden Fall, wir wehren uns. Wir werden uns jetzt einfach da oben einmal einen Grundriss machen. Doch mal, das passt sicher gut. Da war am Anfang gleich, dass wir nicht gleich gesehen werden. Aber der Border schon nicht drin. Vielleicht schaffen wir das einfach auch, dass man da jetzt, wie soll ich sagen, was aufbauen, vielleicht so. Naja, schauen wir mal, wie das wird. Kiste, Kiste, Kiste. Die war wirklich cool. Holz. Schauen wir mal, wo wir jetzt lernen können. Na gut. Also, wir haben jetzt schon eine Kiste, da werden wir mehr Kisten brauchen. Und dann werden wir dann weiterbauen. Ich bedanke mich recht herzlich für diese erste Folge. Fürs Zuschauen bei Aberration. Hoffentlich sehen wir uns dann wieder in der nächsten Folge. Und dann bis zum nächsten Mal. Pfiat und schreibt so bitte in die Kommentare, was ihr von dem Projekt verhaltet. Und was ihr so gern tun möchtet. Und ob ihr es mitspielen wollt, dann haue ich die Daten natürlich in die Videobeschreibung. Dann können wir immer das zusammenspielen und vielleicht verabreden. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Pfiat.